Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt hier auf dem Kanal, der so heißt wie der dicke Nerd, der die ganze Zeit redet. Heute habe ich euch ein neues Mediabook aus dem Hause Pirole Fu mitgebracht, das am 27. Juni 2024 im Vertrieb der Alive AG in den Handel kommt. Und dabei handelt es sich um den norwegischen Mystery-Horror-Thriller Nightmare aus dem Jahr 2022, inszeniert von Kjersti Helen Rasmussen. So, ich hoffe, bin aber ziemlich sicher, dass ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Um was geht es in dem Film? Ja, zusammengefasst um den Nachtmahr. Wunderbar, da bin ich schon so ein bisschen getriggert. Nein, ich bin da schon ein bisschen gehypt, ja, weil ich bin ja auch ein großer Fan der Hörspielreihe Monster 1983, wo es ja auch um den Nachtmahr geht. Wollen wir mal sehen, wie man das Ganze in Norwegen umsetzt. So, das Mediabook ist limitiert auf 2000 Stück und wir haben auch eine durchgehende Nummerierung. Das hier ist Nummer 222 von 2000. Ich bin jetzt kein großartiger Zahlenfan, aber das finde ich ist schon cool. Also 222 von 2000, das ist schon, ja, das gefällt mir so ein bisschen. Ja, obwohl letzten Endes ist es mir wurscht, ganz ehrlich. So, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie seht ihr das? Habt ihr gerne besondere Nummern, wenn ihr limitierte Produkte kauft? Habt ihr da vielleicht ein Geburtsdatum oder Nummer 100 oder was weiß ich, Nummer 1 natürlich oder vielleicht sogar die letzte? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorlieben und das schlägt sich leider auch allzu häufig auf den Preis nieder, zumindest wenn man das Ganze auf der Filmbörse, also bei Drittanbietern kauft. Da sind besondere Nummern besonders teuer, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber so ist es halt. So, freigegeben ist der Film ab 16 Jahren. Der Aufkleber befindet sich auf der Einschweißfolie und die wandert, wo sie hingehört, in den Müll. So, dann haben wir hier direkt das Mediabook, das leider hier oben schon ein paar Dellen hat. Ich persönlich finde das jetzt, wie gesagt, also habe ich schon häufiger gesagt, nicht so wahnsinnig schlimm, aber ich erwähne es mal. So, dann haben wir hier auch noch eine kleine Kerbe drin. Gut, das sind alles so Sachen, die manch einen stören. Klar, wenn ich das Teil jetzt für 25 oder 30 € kaufe, will ich natürlich auch keine Dellen drin haben und sowas. Ja, aber jetzt muss man auch sehen, das hier wird zu uns in die Redaktion geschickt, da dann umgepackt, dann zu mir und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es eigentlich viele Möglichkeiten, wo solche Dellen reinkommen können, aber naja, gut, ne? Also sei es mal drum. So, das Artwork, schauen wir uns das Ganze mal an. Hier guckt schon die Hand vom Nachtmahr raus, hier unten auch. Manche Albträume enden nie. Ich finde das auch schön gemacht hier mit dem Bettlaken, das so ein bisschen in so, das gefällt mir schon ziemlich gut. Und ich bin ja auch ein Fan von skandinavischen Filmen. Und ja, Pirole Fu, das hier wäre dann Uncut Nummer 37, ist ja auch immer wieder für Überraschungen gut. So, ja, das Cover ist Hochglanz, habt ihr mittlerweile wahrscheinlich gesehen. Auf dem Spine steht dann der Filmtitel drauf in Übergröße, ja, Nightmare. Nicht zu verwechseln mit Nightmare on Elm Street. Das hier ist wirklich nur Nightmare. Beziehungsweise der Originaltitel ist Mareritit. Mareritit, keine Ahnung. Steht unten in der Infobox. Dann haben wir hier oben nochmal Pirole Fu, Uncut Nummer 37. Und hier unten haben wir den Hinweis, Blu-ray DVD ist nämlich wie immer bei Pirole Fu ein Doppelpaket. So dass man also, wenn man dieses Teil haben möchte, nicht notwendigerweise einen Blu-ray-Player braucht, sondern den Film auch auf DVD anschauen kann. Dann schauen wir uns jetzt mal die Rückseite an. Hebelt die Grenzen zwischen Traum- und Wachzustand gekonnt aus. Ja, wie gesagt, da bin ich echt mal gespannt. Hier haben wir also eine kurze Inhaltsangabe, dann hier einen kleinen Werbetext, dann haben wir hier die Credits, dann haben wir hier einmal die Produktspezifikation der Blu-ray und der DVD. Wir sehen auch hier schon, wir haben den Trailer mit drauf, ein 24-seitiges Booklet inklusive Interviews und ein Poster liegt auch noch dabei und freigegeben ab 16 Jahren wegen Selbstschädigung und Bedrohung. Wow, ich bin gespannt. So, also ein Poster haben wir auch drin.
Jetzt schauen wir uns das Ganze an. Wir sehen, hier ist wahnsinnig viel Bewegung drin. Das ist bei Pirou Le Fou auch nichts Neues, auch nach oben und unten. Also diese Mediabooks von denen, wenn ihr die zu eng ins Regal stellt, dann, ja, dann verformen die sich auch schon mal so. Ist jetzt nicht ganz optimal, aber ja, ich sag mal so, wenn die alle so sind, dann hat's schon irgendwie Methode. So. Hier haben wir das Poster, das falte ich mal auf. Ihr konntet das ja auf dem Vorschaubild vermutlich schon sehen, also nehme ich jedenfalls an. Das ist jedenfalls mein Plan, das Vorschaubild habe ich ja noch nicht aufgenommen. So, es ist ein Poster im Querformat und da haben wir dann hier dieses Gesicht drauf. Und nee, es ist gar kein Querformat. Nein, sie liegt. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre im Querformat. Nein, da haben wir oben den Titel draufstehen. Nightmare, manche Albträume enden nie. Und hier hinten steht auch einer. Seht ihr, oh, da steht jemand. Hier, ja, naja, ja, schön. Also schönes, großes Poster mit dabei. Das hat Pirou Le Fou ja ebenfalls häufig. Da kann man sich die ja wunderbar, könnte man, wenn man die Pirou Le Fou Filme jetzt sammelt, kann man sich ja auch die Poster dann an die Wand hängen. Es gibt ja einige, die Pirou Le Fou Filme sammeln. Ich persönlich kenne sogar ein paar, die kaufen sich die Filme, selbst wenn sie ihnen nicht gefallen, einfach nur, weil sie die Reihe komplett haben wollen. Gut, jeder Jack ist anders und jeder Sammler hat so seine Macken. Ja, da nehme ich mich auch gar nicht von aus. So, dann haben wir vorne die DVD drin liegen. Die schaut so aus, ja, wenn das jetzt der Nachtmarsch schon sein sollte, so ungefähr stelle ich ihn mir auch durchaus vor. Aber ja, ich fände es halt schöner, wenn man vorher nicht weiß, wie der ausschaut. Ja, wäre besser, meines Erachtens, wenn das dann im Film so eine Überraschung ist oder es vielleicht gar nicht gezeigt wird. So, und hinten haben wir dann die Blu-ray drin liegen, die schaut so aus. Wir haben auch einen farbigen Innendruck, das schaut aus wie Tapete, ja, als ob sich da irgendwie so die Tapete ablöst, so ein bisschen. Also hier auch, das ist auch gut gemacht irgendwie, ja, ich meine, gut, es hat jetzt so ein bisschen den Anschein, als wäre hier, wo eigentlich die Disc drin liegt, so als hätte man da so gekratzt. Also ist schon gut gemacht. Jetzt weiß ich nicht, ob das Absicht ist. Ich will jetzt einfach mal wohlwollend annehmen, dass man das so absichtlich gemacht hat. Ja, einfach mal so zugunsten des Publishers. So, das Booklet ist schön in der Mitte verhaftet, ist ja festgeklebt. Hier haben wir auch noch so ein paar Kleberückstände und ansonsten ist es halt getackert. Dann schauen wir uns das Mediabook Booklet jetzt mal an. Schattenspiel der Psyche. So, ist schön in Kapitel unterteilt. Was hier genau drin steht, kann ich euch jetzt natürlich nicht sagen. Was ich hier schon wieder sehe, hier seht ihr es, da kommt schon die Rückseite raus. Also das ist wieder nicht hundertprozentig verarbeitet. Hier haben wir jetzt das weiße T-Shirt von ihr. Da haben wir die Reste davon hier unten. Es ist wirklich im Mikrometerbereich. Ja, so wenig ist das. Aber ich finde sowas halt echt störend. Ich mag das nicht. Das triggert mich so ein bisschen. So, aber da bin ich halt so, ne, so bin ich. Wenn ihr anders seid, ist das für euch ja alles kein Problem. So, jetzt haben wir hier ein paar Bilder aus dem Film drin, was ich persönlich ja auch nicht so wahnsinnig toll finde. Das Papier ist für meinen Geschmack etwas zu glatt, etwas zu glänzend, aber auch da, das ist nur meine persönliche Meinung. Viele Leute mögen ja Hochglanzpapier. Und Hochglanz ist es ja nicht. Es ist halt, es glänzt ein bisschen. Es ist nicht wirklich Hochglanz. So, die Schrift. Ist das jetzt unterschiedliche Schriftgröße oder was? Ja, das sieht, ja, seht ihr das hier, oder? Naja, so genau, na, ein bisschen unterschiedlich vielleicht. Auf jeden Fall, die Schrift ist schon mal schön groß, kann man wunderbar lesen. Brauche ich noch nicht mal meine Lesebrille für. Das kann ich auch mit meiner normalen Brille sehen. So, aber für meinen Geschmack etwas zu bildlastig, das Ganze. Ich meine, gut, ja, wenn wir jetzt hier so eine Seite Bild haben und dann auf der anderen Seite einen Text, okay. Aber jetzt haben wir hier oben schon wieder eins. Hier, sowas, das gefällt mir gut. Ja, wenn das da so, wenn wir so ein Bild haben und in das Bild rein ist dann der Text drüber gedruckt, so dass man es aber auch noch lesen kann. Das gefällt mir gut. Aber dann hier wieder drei Bilder aus dem Film, vor allen Dingen, die wiederholen sich die Bilder? Sieht man, oder ist der Film einfach nur sehr, also es sieht fast so aus, als wären das, naja, gut, na, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Besser als Bilder aus dem Film, meiner Meinung nach, wären ja
internationale Cover-Artworks oder generell bei sowas hier vielleicht auch so ein paar, ja, Artworks im Allgemeinen, vielleicht so ein paar Konzeptzeichnungen, vielleicht so ein paar Auszüge aus dem Drehbuch oder was, oder ja, da ist er nochmal, das scheint der Nachtmahr zu sein. Ja, oder halt ihn hier irgendwie als Zeichnung, da muss es ja auch irgendwelche Konzepte gegeben haben. Oder Behind-the-Scenes-Material oder irgendwas, aber das hier finde ich jetzt, naja, nicht so wirklich gut. Hier, der Text ist von Michael Kober, ein deutscher Anime- und Filmblogger. Naja, bin ich doch auch. Ne? Ruft mich mal an, ich mache euch auch so ein Mediabook-Booklet fertig. Ja, jederzeit, kein Problem, kann ich machen. Ich schreibe euch da was zusammen. Ja, dann können wir das. So, hier haben wir jetzt noch ein Interview mit Regisseurin Kjersti Helen Rasmussen. Hier ist sie, das ist die Regisseurin. Und dieses Interview wurde mit dem Deadline-Magazin geführt. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Interview hier auch so im Deadline-Magazin abgedruckt worden ist, weiß es aber nicht. Ich habe ja gehört, einige Publisher, die im Zusammenarbeit mit dem Deadline-Magazin Booklets erstellen, so wie hier auch, da steht es ja, Booklet und Interview in Kooperation mit Deadline, das Filmmagazin, dass die das quasi mit Redakteuren von Deadline machen, aber dieser Text, der hier drin ist, exklusiv für diese Veröffentlichung ist und eben nicht im Magazin abgedruckt wurde. Aber ob das hier auch der Fall ist, weiß ich natürlich nicht. Falls da draußen irgendjemand ist, der das Deadline-Magazin da liegen hat, da kann ja mal gucken, ob der Text hier eins zu eins übernommen wurde oder nicht. Würde mich jedenfalls wahnsinnig interessieren. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon da unten seid, ihr wisst ja Bescheid, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen drücken, kommentieren, was das Zeug hält. Ich beantworte ja auch jeden Kommentar. Und ganz wichtig ist übrigens auch die Glocke, habe ich jetzt erfahren. Das ist nämlich für den Algorithmus wahnsinnig gut. Das hilft dem Kanal wahnsinnig auf die Beine zu kommen, wenn ihr auch noch die Glocke abonniert. Ihr könnt sie ja anschließend stumm stellen, aber abonniert die Glocke und also aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Hilft alles und tut euch nicht weh. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund, bleibt geil und tschüss mit Ö. Euer Michael Speyer.